Be careful not to choke on your aspirations, Director. Und damit herzlich willkommen zurück, Freunde der Macht. Heute möchte ich mit euch in einem kurzen Video darüber reden, aus welchem Material Bobas Fett Rüstung eigentlich besteht. In der Serie The Book of Boba sagt Boba Fett, dass seine Rüstung aus Beskar besteht. Er gibt aber niemals an, ob es reines Beskar ist oder ob es vielleicht mit etwas zusammengemischt ist. Wir sehen nämlich, dass Boba Fett in seiner Originalrüstung einen Blasterschussabdruck auf dem Helm hat. Dieses, ich nenne es jetzt einfach mal Einschussloch, bekommt er, als er sich mit Cad Bane duelliert. Im Vergleich zu Mandos Rüstung allerdings, die aus kompletten Beskar besteht, nimmt Bobas Rüstung doch Schaden durch diesen Blasterschuss. Echtes Beskar, und wir haben es gesehen in The Mandalorian, kann sowohl Lichtschwerter als auch Blasterschüsse als auch das Darksaber wegstecken und wird nur mit größter Anstrengung kaputt gemacht. Das lässt also die Vermutung naheliegen, dass als Boba Fett meinte, seine Rüstung sei aus Beskar, dass sie noch mit irgendetwas anderem, zum Beispiel Durastahl, vermengt ist und es dadurch keine reine Beskar-Rüstung ist, was wiederum erklärt, warum er dieses Einschussloch hat. Allerdings gibt es noch eine andere Theorie. Diese Szene, in der Boba Fett sich mit Cad Bane duelliert, ist von den unfertigen Clone Wars Szenen, und es könnte sein, dass diese unfertige Clone Wars Szene, die noch vor Jahren als Kanon galt, nun als Legends gilt. Das bedeutet, möglicherweise hat Boba Fett sich in Kanon mit jemandem duelliert, der ein Material gefunden hat, was pures Beskar so einfach verletzen kann. Da dieses Material aber so unfassbar immun gegen Lichtschwerter, aber auch das Darksaber ist, kann ich mir das nicht so gut vorstellen. Ich denke ganz einfach, dass die Rüstung ein Mix aus Beskar und Durastahl oder einem anderen Material ist und sie deswegen im Gegensatz zu Mandos Rüstung leichter zu beschädigen ist. Aber was denkt ihr über die ganze Sache? Schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen und hoffentlich hören wir uns beim nächsten Mal. Möge die Macht mit euch sein.